einsame Politik nach wie vor hier nur Makulatur ist und es gibt keine Möglichkeit, so fortzufahren. Dankeschön. Herr Präsident, der Giannakou-Bericht will also nach einer Wirtschaftsunion, einer Währungsunion, einer Sozialunion, einer Haftungsunion und einer Bankenunion jetzt auch noch eine Militärunion. Österreich verdankt seine Souveränität dem Staatsvertrag von Wien von 1955. Dort ist explizit jeder Beitritt zu einem Militärbündnis ausdrücklich ausgeschlossen. Daraufhin wurde das Neutralitätsgesetz beschlossen, das ebenfalls jeden Beitritt und jede Beteiligung an einem Militärbündnis ausdrücklich ausschließt. Im Jahre 1994 hat man der österreichischen Bevölkerung versprochen, dass man keinem Militärbündnis beitritt, wenn man der Europäischen Union beitritt. Und nun wollen wir eine Militärunion. Das ist ungeheuerlich. Ich werde mir morgen das Abstimmungsverhalten der österreichischen Abgeordneten ganz genau anschauen. Denn das, was hier verlangt wird, Aufbau einer Militärunion, ist unvereinbar mit dem Staatsvertrag von Wien, die Rechtsgrundlage für die österreichische Souveränität und Unabhängigkeit ist. Militarisierung und Aufrüstung ist unvereinbar mit dem Staatsvertrag von Wien und mit dem Neutralitätsgesetz. Die Finanzierung derartiger Strukturen ist unvereinbar mit dem österreichischen Neutralitätsgesetz und mit dem Staatsvertrag von Wien. Und auch der Einsatz bei Gefechtsverbänden der Europäischen Union ist unvereinbar, genauso wie die hier geforderte Zusammenarbeit. Das ist für österreichische Abgeordnete nicht akzeptabel. Nächster Redner, Herr Lisek. Danke sehr, Herr Präsident, Herr Minister. Wiele powstało dokumentów o... Ja, vielen Dank. Es sind ja eine ganze Reihe.